Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Ja, wie ihr seht, ist mal wieder Tag. Ich habe ein bisschen Zeit vergehen lassen. Wir gucken mal ganz kurz hier rein und unsere Batterie ist schon zu 2% geladen. Dafür werden wir jetzt hier mal den größeren Konstruktor jetzt in Auftrag geben. Genau, Konstruktor groß, kleiner, genau. Machen wir den hier mal. Okay, Mass and Volume has been successfully installed. Okay. Können ja mal F1 drücken. Mass and Volume. Can craft large constructor sentry guns or joint check turrets. The first large object that you can fit into your personal inventory. If you're wondering how you're going to fit that abnormal. This data package will tell you how to use the logistics system. Okay. Okay. F4. Okay, könnten wir theoretisch. Oh ja. Okay. Okay, hübsch. Okay, hier wird der Large Constructor gebaut. Wir könnten. Nee, wir werden noch einen kleinen, wahrscheinlich dann hier drüben hinbauen. Ja. Das sind 1, 2, 3 Blöcke. Wie viele Blöcke haben wir denn eigentlich noch? Also Betonblöcke. 35. Das ist natürlich nicht mehr viel. Hier so, während wir. 2. Mist, da haben wir wohl 1 verzählt. Naja, ist nicht schlimm. 2. So, das sind 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So. Dann können wir eigentlich hier die Wand noch vollziehen. Und dann machen wir die hier so. Jawohl. Huch, habe ich mich selbst durch die Gegend geschubst. Okay. Und das wird dann hier so. Genau, weil das ist dann quasi die Höhe des ganz hohen Gebäudes. Das hier wird ja nur eine Innenhöhe von 2 haben. Okay. Hier drauf und gucken mal, wie weit wir hier sind beim Large Construct. Oh, schön, schön, schön. Dann ziehen wir den doch gleich mal hier drauf. 5. 5. Dann werden wir. Ja, machen wir das doch mal so. Der sieht anders aus, Leute. Als der, den ich bisher gewohnt bin. Ja, ich würde sagen, der hat auch ein bisschen ein anderes Design. Ja. Okay. Mist, ich habe nicht geguckt, ob es da andere Designs gibt. Okay. Input und hier in den Output. So. Und jetzt machen wir mal hier schnell noch die 2, 3. So. Geht das ein bisschen schneller? Ich glaube nicht. Okay. Dann könnten wir hier mal schnell noch einen kleinen bauen. Okay, dafür sind die Motoren wieder ausgegangen. Aber wieso?
Aber wieso kann er die gerade nicht herstellen? Motoren kann er doch herstellen. Motoren 4. Okay, dann machen wir mal 1, 2, 3, 4. Jawohl, okay. Ich fände natürlich cool, wenn man die irgendwie so ein bisschen zusammenschalten könnte. Dass quasi der hier so Vorprodukte produziert und der dann fertige Produkte. Kann man sowas, Leute? Kann man das so zusammenschalten? Gibt's das? Wenn ja, schreibt mir das doch mal. Okay, wir gehen mal ins Logistiknetzwerk. Gehen hier mal auf Output. Ziehen das mal kurz hier rüber. Holla, die Waldfee. Okay, wieder was gelernt. Okay. Output. Hier rüber. Ah. Okay. Haben wir schon mal hier rüber gezogen. Dann stellen wir die doch direkt mal auf. Ich hoffe, wir haben noch genügend Platz. Nein. Mist, 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 Mist. Okay, da ist uns tatsächlich wieder was ausgegangen. Ja. Wir gehen hier drauf. Stellen das hier so hin. Eins bräuchten wir hier frei. Und dann könnten wir hier quasi so die nächste Stufe nach oben bauen. Ja, das wäre ein Ding. Das wäre ein Ding. Es müsste auf jeden Fall hier mehr Strom reinkommen. Das heißt, wir bauen jetzt die zwei erstmal fertig. Und dann, ja genau, eins ist fertig. Und dann werden wir hier mal auf kleine Schiffe gehen. Und hier mal auf das Ding hier. Und ich sehe hier immer noch keinen. Ich sehe hier immer noch keinen. Ach, weil er hier ist. Eins, machen wir mal zwei. Machen die mal so rechts und links dran. Habe ich noch nicht ausprobiert, Leute. Das probieren wir zusammen aus. Das probieren wir zusammen aus. Und dann schauen wir mal, dass wir hier an Sachen rankommen. So, der erste Bohrer wird fertig. So. Okay, und den zweiten Bohrer können wir nicht mehr bauen. Aber wieso nicht? Wieso kann er die Motoren nicht bauen? Wir gehen auf alles. Hier? Nein. Hier nicht, hier nicht. Blöcke ist es auch nicht. Motor, was fehlt denn hier? Elektronik. Das heißt, okay, Silizium und Kupfer fehlen uns jetzt. Silizium und Kupfer. Na gut. Wir gehen hier drüben ran. Ziehen uns jetzt mal den Bohrer hier raus. Okay, das ist groß. Ja, dann machen wir den noch, oder? Wir könnten den natürlich auch. Na, ich hab das Gefühl, dass der so ein bisschen nach vorne gehen muss. Ja. Ah. Noch eins, ich bin mir unsicher, wie weit die nach vorne gehen müssen. Okay. Wie sieht's damit aus? Ja, ich hätte den wahrscheinlich hier reinbauen sollen. Okay, Leute, das probieren wir aus. So, F, Y. Okay, also abheben. Okay, wahrscheinlich sind die Düsen nach unten.
nicht so gut. Hallo? Warum strafen wir immer noch? So. Ah, hier drüben. Okay, wir gucken mal. Okay, also kippen ist keine gute Idee. Okay, und ich merke, das ist, okay, mit rechts abbauen ist nicht. Okay, wieso kann ich mich denn hier nicht... Wieso kann ich nicht straven? Okay, und ich... Es zieht mich beständig... Okay, was ist denn jetzt hier im Inventory? Kann man das sehen? Warum bin ich gerade gefallen? Okay, keine Ahnung, ob ich hier gleich wieder rauskomme. Ordentlich Platz. Ah, okay. Der Container ist voll. Der Container ist voll. Okay, ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Dinge tun. Okay, ich glaube, wir müssen an dem Teil noch ein paar Dinge tun. Okay, wir steigen mal aus. Wir gehen mal hier ran. Was sind 64 Schotter? Okay. P... Nein, F... 4... Okay, das ist natürlich... Hohoholla. Das heißt, wir werden... Straven können wir nicht, weil wir keine... Ah, ich verstehe. Wir haben nur ein Triebwerk nach oben und eins nach unten. Ja. Dieses Triebwerk tut nichts. Das Ding hier tut auch nichts. Das ist der Rückwärtsgang, der nicht geht. Doch, Straven müssten wir können. Ah. Okay. Eins. Ja. Ich sehe. Okay. Das machen wir aber lieber in Person. Also. Wir brauchen. Eins. Zwei kleine Schubdüsen auf jeden Fall schon mal. Falsches Teil. Zerlegen. Eins. Da können wir hier eigentlich mal... Warum habe ich mir das Ding jetzt auch abgerissen? Geht das Teil immer weiter kaputt, weil ich hier schlimme Dinge tue? Anscheinend. Zwei,
So. Zwei. Ich könnte natürlich auch nach dem kaputten RCS gucken. Okay. Wir gucken mal, ob wir noch Schubdüsen herstellen können. So. Können wir noch kleine Schubdüsen herstellen? Jawohl. 24 Elektronik. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was ist denn das? Graphit? Silizium? Doch. Es geht doch. Wir bauen hier noch eine zweite direkt mal. Und dann könnten wir hier tatsächlich noch. Ja, die zweite klappt nicht mehr. Doch, doch, klappt. Okay. Treibstofftank, Generator. Erze und Holz. Okay. Nee, Container-Kontrollelement. Das ist nicht das Richtige. Oder? Stofftank. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall schon mal die eine Schubdüse hier. Und hauen die schon mal hier dran. So. Jetzt fehlt uns natürlich hier eine. Okay, wir stellen in der Zeit mal Betonblöcke her, während wir weiter versuchen, hier Dinge zu tun. Wir haben ja schließlich ein bisschen Schotter, ist nicht viel, aber sagen wir mal, das hier, das sollte gehen. So. Okay. Wo ist es? Da ist es. Ist das das Loch, was wir hier schon gebuddelt haben? Ja. Okay, das gibt tatsächlich Schotter. Okay. Okay, das war nochmal Schotter. Uiuiui. Okay, wir brauchen mehr Schub nach oben. Auch mehr Schub nach oben. So. Und C und F. Okay, das ist 72 Schotter ist halt nix, Leute. 72 Schotter ist halt nix. Okay, da ist tatsächlich auch der Schotter schon wieder ausgegangen. Ja, das produzieren wir halt einfach weg, ne? Das sind 9 Blöcke gewesen. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob sich das zumindest in dem Stadium. Dem Stadium. So. So, jetzt ist dieser Dings weg. Okay, wir brauchen auch nach oben. Okay, aber wir kriegen definitiv mehr Schotter raus aus der ganzen Kiste. Uiuiui. Okay, können wir drehen? Ja, wir können drehen.
Nase hoch und mal Gas geben. So, jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo ordentlich angeschrammt sind und was das mit dem Schiff macht. So. 145, okay. Okay, wir gucken mal. Also die Düse geht auf jeden Fall. Das Ding ist auch noch da, das Ding ist auch noch da. Ist das neu? Oh, ich weiß es nicht. Okay, aber das auf jeden Fall. Oh, 91. Also anscheinend kriegen wir mit den Bohrern schon mal mehr raus. Kohlenstoff. Und die Stahlplatten kommen hier auch rein. So. Okay, ich fliege halt auch wie eine alte Oma auf dem auf dem Parkplatz. Ja, wir brauchen definitiv mehr Schub nach oben. Dafür müssen wir aber... Ja, der Schub nach oben braucht ewig. Okay. Können wir wieder ein bisschen... Okay, warum falle ich dann auf einmal? Das verstehe ich nicht. 10 Schotter. Okay, gleich sind wir wieder voll und wir sind noch nicht mal in der Nähe des Kupferlagers. Okay, wie viel kann ich das Ding überladen? Das würde mich mal interessieren. Mal ordentlich Platz schaffen. Okay, wir gehen jetzt mal hier runter. So. Kann ich hier aussteigen? Ja. Okay, das ist natürlich auch eine Methode. Wo ist das Lager? Da ist das Lager. So. Okay. Das Teil. Okay, es ist ein bisschen krampfig. Kann an dem kaputten Teil liegen. Wir steigen mal aus. Und geben dem mal wieder ein bisschen Manövrierfähigkeit. Ah, guck dir mal. Da kommt. Führ mich zum Kupfer. So, wieso baut er jetzt nicht mehr ab? Okay, wieso baut der jetzt nicht mehr ab? Okay, der Bohrer ist auf jeden Fall da. Mit 7 Schotter drin. Ah, jetzt da, okay. Okay. Okay, jetzt funktioniert's, Leute. Jetzt funktioniert's. So. Okay, die oberen Teile abzufahren ist natürlich
ist natürlich dann sehr krampfig. Okay. So. Na komm schon. So. Dann ziehen wir hier mal alles raus. Bisschen nach oben. Okay. Wie viel haben wir denn gerade schon wieder eingesammelt? Okay, ich habe das Gefühl, da kommt mehr aus der Ader raus. So. Hier noch ein bisschen. Kann das sein? Bin mir unsicher. So, das hier noch. Cool, da haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Okay. Also Kupfer hätten wir dann gleich mal. So, 40 Kupfererz. Okay, das ist natürlich. Das ist natürlich krass, Leute. Okay. F. Und wir schnappen uns das Zeug hier wieder raus. Jawohl, okay. Okay, wo muss ich lang? Da muss ich lang. So. Uiuiuiui. Okay, okay, das ist eine ganz neue Erfahrung, Leute, die wir hier gemacht haben. Boah, wir brauchen dringend Licht hier. Okay. Y. Und hier noch alles mit rausnehmen. So. Ja, Leute. Okay. Wir haben ein Bohrschiff. Es macht noch nicht genau das, was wir wollen. Und es ist auch sicherlich nicht die perfekteste Konstruktion dieser Welt. Und wir müssten da definitiv noch ein bisschen was dran machen. Oder ich baue ein neues. Oh mein Gott, das wäre ein Ding. Ich baue ein neues Bohrschiff. Ja, mal gucken. Pläne über Plänen. Bis dahin, euer Sven. So. Ja, genau. Ciao.